Guten Tag, liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen assassinenreichen Folge Assassin's Creed Valhalla. Wir machen jetzt hier weiter. Wir sind jetzt hier seit dem Ende der letzten Folge in England angekommen und wir fahren jetzt zu Halfdans Siedlung hier mit unseren Leuten. Und wir wollen uns ja jetzt hier eine, ja, ich sag mal, eine Zukunft aufbauen. Was geht da vor sich? Rituelles Ertränken. Eine Taufe, Dark. Sind dir die Bräuche der Christen wirklich nicht bekannt? Gar nicht. Ich habe es nur vergessen. Und einer muss schließlich das Gespräch in Gang halten. Dort gibt es sicher nur Priester und Gläubige. Wir könnten den Hafen mit Leichtigkeit stürmen und die Reichtümer plündern. Gibt es dort denn sowas wie Reichtümer? Natürlich! Sie formen kostbares Metall und schleifen Juwelen für ihre Heiligen. Dort gibt es viele Schätze. Später, Doug. Dafür wird Zeit sein, wenn wir unser Lager aufgeschlagen haben. Ah, darauf freue ich mich schon. Ich schätze mal, dann werden wir dann bestimmt auch dann gleich das Siedlungsbau-Feature haben. Der Weg wird durch eine Kette versperrt, die sie über den Fluss gespannt haben. Sie muss verschwinden. Eine Kette? Können wir sie zerschlagen? Sie ist zu dick für unsere Äxte, aber vielleicht können wir sie von dem Lager auslösen. Ich mach das. Und ich werde direkt hinter dir sein. Nein, Doug, du bleibst hier. Sollte es Ärger geben, will ich, dass du das Schiff verteidigst. Eine gute Idee. Den Pfeil verschießen, aber die Äxte bereithalten, nicht wahr? Sowas in der Art. Gut. Dann kümmere ich mich mal um die Seekette. So, einmal in die Hocke gehen. Die werden sofort angreifen. Gut, den einen hier. Tu das mal wegmeucheln, komm her. Zack. Jawohl, einer schon mal weniger. Da hinten hat jetzt gerade einer fast erblickt. Ja, der hat Adleraugen, so wie es aussieht. So. Dann schalten wir die mal aus. Ich bin bereit für die. Aua. Das tat ein wenig weh. So, einmal ein bisschen weiter nach hinten. Den Bogenschützen dort hinten erstmal loswerden gleich, würde ich sagen. Seid achtsam, wir schaffen das. Komm her. So, sehr gut. Und jetzt die anderen hier. Jawohl, sein Schild ist zersprochen. Den können wir erstmal stampfen, den Kollegen hier. Zack. So, das sind jetzt die letzten hier. Danach haben wir alle. Na, wo ist noch einer? Der kam doch eben von irgendwo ein Pfeil her. Oben? Ah, da hinten. Okay, habe ich schon gesehen. Zack, leg dich für mich hin. Und jetzt schauen wir mal hier. Legen noch ein wenig Loot und entfernen die Kette dann jetzt auch. Jawohl, etwas Silber. Etwas Silber hat einem Wikinger noch nie geschadet. Mal sehen, vielleicht haben wir ja auch noch eine richtige Truhe irgendwo. Deswegen schön umschauen mal hier. Riesig und schlecht verankert. Vielleicht kann ich sie losschießen. So, jawohl, noch eine Truhe. Vorräte, 100. Auch sehr schön. Ja, ich muss sagen, ich würde eigentlich gerne, bevor ich das Hauptziel jetzt hier mache, eigentlich erstmal ein bisschen hier draußen rumreiten wollen. Aber nun gut, vielleicht ist es erstmal besser, erstmal jetzt überhaupt hier irgendwie ein Lager zu bekommen und so. So, hier ist die Kette. Einmal die Dinger hier an der Seite zerstören. Zack. Erledigt. Der Weg ist frei. Jawohl, dann können wir weiterfahren. Die Kette ist weg! Eivor, zurück zum Schiff! Wir sind fast da, sofern es keine weiteren Überraschungen gibt. Hep, einmal rein. Und es kann weitergehen. Mit unserem Schiff hier. Segel! Gute Arbeit, Eivor. Sigurd, lass uns zurückfahren.
verpassen wir den Hunden eine Abreibung und rauben wir ihre Schätze. Das wird ein Kinderspiel. Nicht heute, Doug. Wir fahren weiter, bis wir unser Ziel erreichen. Wir können uns keine Überraschungen mehr leisten. Bleibt wachsam. Es sollte nicht mehr weit sein. Götter, hab ich Hunger. Ich hoffe, sie halten Essen und Ale bereit, wenn wir ankommen. Du hättest jemanden vorausschicken sollen, Sigurd, damit sie anfangen zu kochen. Wenn es half, dann Uba und Iva, den Söhnen Ragnars in Englerland an Essen mangelt, werden wir alle hungern. Sei unbesorgt. Ach, ich sehe es vor mir. Ein Spanferkel saftig und zart. Und Ale so golden wie die Schätze, die wir da hinten zurückgelassen haben. Du bist ein Mann einfacher Freuden, was, Doug? Und er kann sich glücklich schätzen. Ich für meinen Teil will in die Fußstapfen der Riesen treten, die dieses Land geformt haben. Welche Riesen? Die großen Römer und ihr Reich. Riesen einer vergessenen Zeit. Sie herrschten hier vor einer Ewigkeit und ihre Ruinen säumen noch heute die Landschaft. Jeder Ziegel, jeder Stein erzählt von Eroberung und Ruhm. Und jetzt liegen sie in Trümmern. Bereit, erneuert zu werden. Wir bauen ihr Reich Stein für Stein wieder auf. Unseres wird nicht zu Staub zerfallen. Alles endet einmal, Doug. Ruinen sind keine Warnung. Sie sind ein Zeugnis. Seht, gleich da vorn. Dort liegt das Lager der Söhne Ragnars. Endlich! Fester Boden unter den Füßen. Sigurd, warte. Irgendetwas stimmt hier nicht. Gut beobachtet. Für ein Heer herrscht zu wenig Bewegung. Nur Zelte und wenige Männer. Nicht das Heer, das wir uns erhofft haben? Nein. Sehen wir uns das näher an. Wo sind alle hin? Vielleicht wurden sie besiegt? Oder sind gerade, ja, das auf Reisen? Nordmänner. Sie sind zerlumpt und schmutzig. Wir sollten zu Fuß weiter, damit sie die Boote nicht entdecken. Doug und ich gehen gemeinsam. Wir gehen alle. Wenn es Freunde sind, will ich sie als Jarl treffen. Wenn es Feinde sind, bekämpfen wir sie gemeinsam. Alles klar, dann legen wir mal an. Wer sind diese Männer? Sie haben einen seltsamen Akzent. Englisch, Zweifel. Doug, Eivor, zu mir! Wen haben wir denn hier? Eine Bande schmutziger Dänen, die unsere Flüsse besudelt? Ich bin Sigurd, Jarl von Thornberg. Und ihr seid? Männer, die Dänen nicht wohlgesonnen sind, die in unser Lager einfallen. Ihr verschwindet besser, Heiden, und erspart euch das Gemetzel. Ihr fordert Nordleute mit dem Schwert heraus und erwartet, dass sie fliehen? Ich habe 8 Tage auf See verbracht. Meine Axt dürstet nach Blut. Ersparen wir uns das Gerede. Zieh deine Waffe, du Wurm! Moment! Dann machen wir sie mal platt. Keine Gnade, du Ratte. Wo kommt er? Erledigen wir sie! Tötet die heidnischen Hunde! Ihr habt alle keine Chance. Oh, Hilfe! Hat mir einfach was ins Gesicht geschmissen. Das geht aber so gar nicht klar. So, legt euch alle hin. Ja, und ich gehe stark davon aus, dass dieses Gebiet vielleicht dann unsere Siedlung wird. Davon gehe ich eigentlich sehr, sehr stark aus. So, die haben wir soweit alle hier. Hinten sind aber natürlich immer noch ein paar Feinde. So, Bogen einmal rausholen. Dann kümmern wir uns mit dem um die. Los, legt euch alle hin. Jawohl, wir haben gewonnen.
euch um, ihr alle. Ich will keine weiteren Überraschungen. Ich überprüfe das Langhaus. Erkunde die Gegend. Räuber können sich mit den Überresten des Langhauses verstecken. Alles klar. Wir durchsuchen auch mal so noch diese anderen Hütten und so hier. Ja, und das hier wird 100% unsere Siedlung. Davon gehe ich sehr, sehr stark aus. So, erstmal hier hintergehen. Na, was haben wir hier? Nichts. Auch gut. So, wir müssen auf jeden Fall in das Haus herein. Hier müssen wir auf jeden Fall rein. Moment, ich gehe mal hier ganz hoch. Auf das Haus hier. Hier überall sind hier solche Ruinen aus, sehe ich gerade. Ja, das hätten wir 100% wieder aufbauen können. Das hat 100% unser Dorf hier. Kann der mir helfen, das Tor zu öffnen hier? Nein. Ja, es ist alles sicher, so wie es aussieht. Auch wenn ich eigentlich gedacht hätte, dass hier noch welche sind. Da müssen doch noch welche drin sein in dem großen Haus. Ich wage es eigentlich zu bezweifeln, dass da niemand mehr ist. Wir sollen ja auch noch ein bisschen das Gebiet hier durchsuchen, von daher irgendwo wird hier schon noch was sein. Ja, hier geht es auch rein. Eivor. So, wir schauen mal. Gehörst du etwa zu dieser Räuberbande? Sigurd, da, hierher. Die Männer hielten Gefangene. Alles klar. Wir befreien gleich die Gefangenen dort. Bevor hier noch alles einpacken, ganz fix. So. Gut, und jetzt zu den Gefangenen hin. Ihr da, bindet uns los. Lasst uns gehen und wir tun euch nichts. Mutige Worte für eine Gefesselte. Du gefällst mir. Wir sind umgängliche Leute, versprochen. Ihr müsst uns nicht töten. Ruhig, Freund. Wir haben nicht vor, euch etwas zu tun. Wie heißt ihr? Ich bin Yan Li, eine Händlerin. Keine Banditin wie die anderen. Das ist Ruadan. Ruadan, richtig. Ich bin Stallbursche, mehr nicht. Ich habe die Pferde versorgt, bis diese Rohlinge sie verkauft haben. Uns wollten sie auch verkaufen. Als Sklaven an den Nächstbesten. Eher hätte ich ihnen die Augen rausgerissen. Wie genau seid ihr hier gelandet? Wir wollten auf Jarl Halfdans Wunsch mit den Söhnen Ragnars handeln. Aber sie waren weg, als wir ankamen. Mach sie los. Du kennst die Söhne Ragnars? So ist es. Ich habe ihnen viele Pferde verkauft. Gute Männer. Sie haben immer angemessen gezahlt. Dem Lager nach zu urteilen, sind sie schon länger weg. Wo geht ihr jetzt hin? Was werdet ihr tun? Ich habe Freunde und Verbündete, die mir helfen. Aber leicht wird es nicht. Jeder Ort braucht einen Stall, um die Pferde gesund und gepflegt zu halten. Ich werde schon Fuß fassen. Irgendwo. Was denkt ihr? Wir könnten die beiden in unserer neuen Siedlung gebrauchen. Wir hätten Zugang zum Handel und jemanden, der die Pferde im Blick hat. Daran dachte ich auch. Freunde der Söhne Ragnar sind auch meine Freunde. Oder, Dark? Was immer du für das Richtige hältst. Yan Li, Ruadan, ich bin Sigurd, Jarl von Fornberg, Sohn von Styrbjörn. Das sind Eivor und Dark. Es steht euch frei zu gehen, aber ihr werdet mehr als willkommen zu bleiben und uns zu unterstützen. Sehr gern. Und sei es nur, um wieder auf die Beine zu kommen. Dann ist es beschlossen. Der Rabenclan heißt euch willkommen. Von Fremden zu Freunden zu Familie. Die anderen sind da. Kommt!
Ich habe hier ein gutes Gefühl. Werte Familie, Freunde, willkommen in eurem neuen Heim. Gute Arbeit. Dieses Langhaus kann es mit jedem in der Heimat aufnehmen. Komm, Randvi hat etwas gefunden, das du sehen musst. Eivor, Sigurd, das ist Englerland mit seinen 4 Königreichen. Mercia, East Engla, Nordhümbre und Westsaxe. Von den wenigen Plänen und Karten hier schließe ich, dass die Söhne Ragnars weiter nach Mercia vorgedrungen sind. Hier. Meine Späher werden bald Gewissheit bringen. Und wo sind wir? Hier, in diesem namenlosen Wäldchen. Namenlos. Daran müssen wir etwas ändern. Wie nennen wir diesen Ort? Ich habe einen Vorschlag. Hrefnatorp, das Dorf der Raben. Gefällt mir. Dein innerer Poet hat gesprochen. Eines Tages kennt ganz Englerland diesen Namen. Ein Name ist nur der Anfang. Wenn wir Ruhm wollen, müssen wir bauen, erweitern. Ich stimme zu. Wir sollten mit einer Schmiede beginnen. Kannst du Gunnar dabei helfen? Wir brauchen Waren, Vorräte. Die werden unsere Nachbarn liefern, ob sie wollen oder nicht. Wir sind gerade erst angekommen und schon ein Raubzug? Wir können diese Lande nicht erobern, indem wir bitten. Ich werde sofort mit Gunnar sprechen. Alles klar. Sesshaft werden ist nur unser Ziel hier. Ja, ich bin gespannt, was noch aus unserer Siedlung hier insgesamt so wird. Aber nun gut, jetzt sprechen wir erstmal mit Gunnar dort hinten. Kein schlechter Ort, Eivor. Wirklich nicht. Kann ich dir bei etwas helfen? Ja, kannst du. Sigurd will, dass deine Schmiede so schnell wie möglich einsatzbereit ist. Dafür brauchen wir Vorräte und Reichtümer. Ah, du willst auf Raubzug gehen. Gut, gut. Wie ich diese Tage vermisse. Das Plündern und Rauben, den Klang der Schwerter, das Splittern der Schilde. Ich würde dich bitten, uns zu begleiten, aber du bist der einzige Schmied und zu wichtig für uns. Oh, keine Sorge. Ich schmiede Äxte besser, als ich sie schwinge. Mein Platz ist hier, nicht an Bord eines Wasserpferds. Da fällt mir ein, ich habe in den Sachen der Räuber eine Karte gefunden. Darauf wurden Mönchshütten der Sachsen verzeichnet. Natürlich. Räuber wissen so gut wie wir, dass Klöster voller Reichtümer und Beute sind. Nimm die Karte mit und nutze sie besser, als die sie genutzt haben. Übernimm die Führung des Langschiffes. Alles klar, dann werden wir wohl jetzt erstmal auf eine kleine Plünderfahrt gehen.
So. Finum dir, Gripper. Einmal Führung übernehmen. Klosterraubzug. Alles klar. Machen wir das mal. Zum Wohl unseres Clans sollten wir auf einen Raubzug gehen. Heute rauben wir, morgen bauen wir. Na endlich! Hier müssen wir an die Ruder. Ihre christlichen Klöster ausnehmen, wie fettes Federvieh! Dieser Wind würde die Sachsen wissen, dass wir hier sind, Doug. Sie werden ihre Klöster gut bewachen. Das besser nicht. Ach, mit Priestern und Gebeten würde ich wetten. Wer erzählt eine Geschichte? Hier ist eine Geschichte, die ich noch nie erzählt habe, denn sie trug sich erst vor einem Monat zu. Ich teilte ein Methorn mit einer schönen Frau, als sie, ihre Schwestern und ihre Mutter, dich alle anflehten, sie zu heiraten. Endet diese Geschichte so? Ja. Ja. Warst du dabei? Alles klar, dort vorne ist unsere Anlegestelle. Dann wollen wir mal. So, das Plündern kann beginnen. Folgt mir, meine Wikingerbrüder. Lasst uns plündern. Eivor, sieh nur, ein Kloster. Ich bin bereit. Gib nur den Befehl. Alles klar. Dann besiegen wir sie mal alle hier. Das sollte einfach werden. So, einmal hier schön rein. Wow, da hat mich einer gut weggeschlagen. Aber das macht nicht viel. So. Na? Wer will als Pfeil abhaben? Ja, hier. Gut, bitte. Jawohl. Die werfen schon mal ausgeschaltet, alle hier. Hier einmal kurz reingehen. Ist hier was drin? Na, da kommen wir nicht rein. So, da vorne ist das Kloster. Was haben wir denn hier? Ich will auf jeden Fall alles mitnehmen, was geht eigentlich so. Okay, ein Stückchen Silber gerade mal war da drin. Ja, das hat sich noch nicht unbedingt gelohnt. Lass uns mal hier in das etwas größere Haus reinschauen. Jawohl, das sieht doch schon besser aus. So, das hier will ich einmal öffnen. Einmal aufbrechen. Los, helft mir. So, was haben wir denn da? Rohmaterial. Aber wenn es mehr gibt, nehmen wir es mit. So, jetzt durchsuchen wir die anderen Häuser natürlich auch noch. Weil da hinten liegt jemand von unseren Leuten am Boden. Dem müssen wir helfen. Dem müssen wir ganz dringend gleich helfen. Erstmal muss ich hier ein paar Feinde loswerden. So, komm her. Ich sehe auch gerade, wir bekommen bald wieder ein paar Fähigkeitspunkte. Hier nehme ich das, Kollege. Oh, der will es wissen. Das überlebst du nicht. Na, der hat ein gutes Schild. Der Kollege hier. Jawohl, jetzt ist er aber weg. So, jetzt beleben wir den einen von unseren Leuten wieder. Komm, steh auf. Ich töte dich. Und hier ist noch einer. So. Auch hoch mit dir. Sehr gut. Haus hier reinschauen wollen. Ah, da hinten haben wir auch nochmal ein großes. Da sind sogar ein paar Feinde. So, los, ich brauche schnell. Hilfe. Hier muss einer herkommen. Ich will das hier aufbrechen. Jawohl. Schön hier durch. Danke für die Hilfe. Der Schweiß der Schlacht fließe. Ja,
die hier alle ausschalten. Jawohl, und hier ist noch ein Schatz. Hey, komm mal kurz her. Jawohl, dann können wir jetzt erstmal schön hier einiges an Material zusammenbekommen. Ich freue mich schon darauf, dann unser Lager zu verbessern. Raubzug abgeschlossen. Jawohl. Das wird zu leiden. Gute Beute. Verschwinden wir. Halt, hier liegt noch jemand am Boden. So, der helfe ich mal hoch. Danke dir. So, und jetzt können wir eigentlich hier wieder abhauen. Ich will nur noch mal schauen zu diesem einen größeren Gebäude, was eben hier vorne war. Ja, dort ist es. Vielleicht ist da ja noch was Kleines dabei, was wir mitnehmen können. Ja, hier ist eine kleine Kiste. So, komm mal her. Jawohl, noch mal ein paar Vorräte. Ja, wir können dann eigentlich jetzt zurückfahren mit unserem Schiff. Wir haben dann jetzt eigentlich hier soweit alles. Hier hinten ist nochmal eine kleine Hütte. Da können wir nochmal schauen. Vielleicht bekommen wir da auch nochmal was. Oh, hier wird ein Horn geblasen. Ist das ein gutes Zeichen? Frage über Frage. Kommt drauf an, ob das eins von uns ist. Naja, ich glaube, die haben bestimmt keins. Zumal wir ja auch all die Truppen von denen ausgeschaltet haben. So, dann gehen wir jetzt einfach mal zu unserem Boot und fahren zu unserer Siedlung und bauen dann dort die Schmiede. Und da wir ja jetzt gerade eh ein bisschen mehr noch gesammelt haben an Vorräten. Ja, und dass wir diesen plündern, will ich auf jeden Fall öfter machen. Ich finde das eigentlich nicht verkehrt. Weil man dann halt auch schön seine Siedlung damit weiter ausbauen kann. Ja! Das war ein guter Tag und ihr habt alle gute Arbeit geleistet. Fahren wir heim, um alles zu entladen. Bist du sicher, dass wir nicht irgendwo noch etwas Gold versteckt haben könnten? Mein Gefühl sagt mir nein. Ja, hier hinten haben wir auf jeden Fall noch so eine Siedlung. Doug, ich muss meine Leichen nicht zählen. Es waren einfach zu viele. Und das soll ich dir glauben, Wolfsmal? Ich habe 26 getötet. Unsinn. Als wir ankamen, waren es doch nur ein Dutzend. Nein, du hast sie verpasst. Die haben vom Wald aus angegriffen. Ja, da eine Kollegin probiert hier irgendwie immer wieder ein bisschen anzugeben und so. Oder sagen wir ja zu protzen. Ja. Sich einfach, ja, was, ja, wie soll man sagen, cool, stark darstellen, wer sich so ein bisschen, fällt mir so auf. Aber nun gut, da vorne ist unsere Siedlung. So, einmal anlegen jetzt hier. Zack. Schiff hier anlegen. Da wären wir. Und dann kümmern wir uns jetzt hier um die Schmiede. Zack, interagieren, bauen, jawoll. Herr mit einer Schmiede. Gebäude abgeschlossen, Schmiede, sehr schön. Ich frage mich, ob man mehrere Siedlungen aufbauen kann oder ob man nur eine Feste hier hat im Spiel. Das täte mich mal interessieren. Ah, wunderbar, Eivor. Diese
Diese Schmiede ist größer und heißer als meine alte bei uns in Formberg. Komm mich jederzeit besuchen. Bei mir findest du die besten Waffen und Rüstungen. Ich komme, Gunnar. Ganz sicher. Ja, ganz sicher. Was kann ich für dich an diesem herrlichen Tag tun? So, wir sprechen mal ganz kurz mit ihm. Ich will einfach mal kurz schauen, was er vielleicht jetzt schon so verkaufen tut. Was kannst du mir heute anbieten? Andererseits, wir können natürlich auch schon was verbessern jetzt hier. Ah nein, uns fehlt es dafür an Materialien. Nun muss ich gehen. Wir gehen einfach mal. Bis zum nächsten Treffen. So, und ich würde eigentlich gerne noch etwas verbessern von uns. Was haben wir denn hier? Interagieren. An solchen Dingern kann man also immer das Zeug von sich verbessern. So, was könnten wir denn hier wohl noch gebrauchen? Ich würde irgendwas jetzt einfach mal noch bauen wollen. Andererseits, ja, vielleicht einfach die Vorräte aufheben. Falls wir dann halt auch wirklich was brauchen für eine Mission. So, wir sprechen jetzt auf jeden Fall mal nochmal hier mit Sigurd. Die Sachsen unterteilen ihre Königreiche in kleinere Gebiete. Was bewahrst du in diesem Raum auf? Meine beste Waffe, denn dieser Raum gehört dir. Hier kannst du ruhen, deine Axt aufhängen oder deinen Gedanken nachsinnen. Gefällt er dir? Er passt zu mir. Ich schlafe aber genauso gern bei den Kriegern an der Anlegestelle. Ich brauche keine Sonderbehandlung. Das ist keine Sonderbehandlung. Ich will dich im Langhaus wissen. Nah bei mir. Ich mag Jarl des Clans sein, aber du und ich führen gemeinsam, wie immer. Also mach es dir bequem. Wenn du bereit bist, treffen wir uns bei den Ställen. Das hört sich doch nach einem Plan an. Und so würde ich dann auch sagen, können wir dann eigentlich auch dann langsam hier Schluss machen mit dieser Folge. Ich würde aber sagen, wir machen schon nochmal das eine hier mit dem Raum. Mache dich mit deinem Raum vertraut. So, wir schauen uns mal hier noch alles an. Was haben wir denn hier? Okay, das sind die Räume, die man hier bauen kann und so. Bruderschaftshaus, Schmied. Bruderschaftshaus. Das würde ich ganz gerne bauen. Das hört sich nämlich nicht verkehrt an. Ein Kästchen für Nachrichten und Gesuche. Weil dann kann man vielleicht irgendwas machen, was dieses Assassinszeug so betrifft. Ein Bett wie dieses hatte ich nicht oft. Hier werde ich mich gut erholen. Nicht viel. Aber mein eigen. Ja, immerhin das. Boah, es gibt hier so viel, was man hier bauen kann. Ja, reite beim Eintreffen der Nachricht sofort los. Du kannst auf mich zählen, mein Freund. Der Pfad vor uns erleuchtet. Wo reitet er hin? Verlässt uns Basim denn schon? Sigurd will auch bald weg. Ist das wahr? Die Söhne Ragnars haben ihr Lager im Norden aufgeschlagen. Wir sollten sie besuchen, um unsere Verbindung zu diesem Land zu stärken. Ist Basim dorthin unterwegs? Basims Ziele sind die seinen. Belass es dabei. Wir haben Wichtigeres zu besprechen. Ich reite nach Legra Kestashir, in einer Stadt namens Cheopedun. Eivor, ich erwarte, dass du nachkommst, wenn du hier fertig bist. Ich komme gleich mit. Ich brauche nur ein Pferd. Noch nicht. Sprich erst mit Randvi. Sie hat mehr als nur eine Aufgabe für dich. Neben dem Aufbau der Siedlung müssen auch Bündnisse geschlossen werden. Wir können Englerland nicht mit so wenigen Freunden befrieden. Dann muss ich dir beistehen, Sigurd. Ich eigne mich besser für lange Reisen. Nein, Dag. Du gehörst hierhin, zu den Kriegern. Und du wirst Eivor Folge leisten. Pass auf dich auf, Bruder. Ich folge dir, sobald ich kann. Ja. Und ich halte unsere Krieger in Form. Eivor Folge leisten? Will er mich auf die Probe stellen? Vielleicht. Sigurd ist ein weiser Mann. Eher befolge ich die Befehle einer Laus.
So, gut. Hier machen wir dann aber jetzt auch wirklich Schluss, würde ich sagen, Leute. Lasst gerne eine Bewertung da. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüssi.